Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zur zweiten Folge Satisfactory mit mir, dem Chris. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und euch hier mit mir durch den fremden Planeten schlagen wollt. Und ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, grundgerüstmäßig erstmal unsere Basis aufzubauen. Es ist auch unfassbar laut hier, das ist leider so. Und wir werden jetzt weiter schmelzen. Wir wollten ja ein bisschen Eisen herstellen. Das ist jetzt voll übrigens, das ist das Problem. Ja, wir brauchen unbedingt die nächste Erbstufe. Die nächste Erbstufe, um ja, quasi unsere nächsten Schritte zu planen. Unter anderem müssen wir bauen einen Behälter, wo wir die Sachen reintun. Und wir brauchen die Conveyors, also die, ja, wie heißen die in Deutsch? Wie heißt das in Deutsch? Conveyor heißt in Deutsch. Förderbänder, genau, Förderbänder wollen wir bauen. Und damit wir das Ganze schon mal in erster Linie automatisieren können, was wir hier machen wollen. Normalerweise würde die Anlage natürlich auf Fundamenten stehen, das werden wir später auch machen. Aber jetzt werden wir es nicht tun, denn das kostet uns einfach zu viel Ressourcen. Nämlich, es kostet uns ohne Ende Beton. Und Beton ist nicht so dicke, weil wir haben ja noch keine automatischen Miner, außer die kleinen. Und ja, da muss man immer hinrennen, um 100 Stück abzuholen. Ja, da sollte man dann vielleicht abwarten mit dem Betonbau, bis wir dann tatsächlich die automatisierten Miner haben, die uns das Zeug auch direkt bis zur Basis schleppen können. So, wir brauchen Eisenplatten, 75 Stück. Ihr seht rechts im Inventar, wie das da hoch und runter tüdelt. Okay, wir haben 84, wir brauchen Kabel und zwar 10 Stück. Wie viel haben wir? Wir haben 20, okay, wir brauchen 10 mal Beton, wir haben 32. Und wir brauchen zwei, ich gehe mal davon aus, dass das verstärkte Eisenplatten sind. Ja, sind verstärkte Eisenplatten, da brauchen wir zwei Stück. Das heißt, wir brauchen Schrauben. Und die können wir jetzt auch herstellen. So, haben wir noch Eisenplatten? 76 Eisenplatten. Wir haben Beton. Ja, wir haben Beton. Okay, wir können die nächste Stufe machen. Verstärkte Eisenplatten, Beton und was wollten wir noch haben? Die hier. So, nächste Hubstufe. So. Juhu. Ihr seht, das wird immer weiter ausgebaut und das Ding ist total nervig. Das ist so laut. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective: hub upgrade, additional power. Advice: when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Wir machen jetzt mal so. Ich kann euch das alles so erklären. Also, wir haben dazu bekommen, hier ist, hat sich nichts getan, bei Energie auch nicht. Bei Logistik haben wir einen Fördermast und einen Förderband. Ja. Wir haben Fundamente endlich bekommen. Wie gesagt, die kosten aber Concrete, also Beton. Deswegen, ja. Und wir haben Wände. Da können wir also schon mal die ersten Sachen mitbauen. Was wir jetzt erstmal machen ist, wir werden jetzt erstmal das Ding Eisenplatten produzieren lassen. Das heißt, wir nehmen jetzt das Förderband und fördern, ja, das dachte ich mir, dass das nicht geht. Ja, okay, dann drücken wir F, nein, wir drücken noch nicht F, wir gucken erstmal, ob hier irgendwas drin liegt, nein, wir haben noch nichts gemacht, wir drücken F und dismanteln das Ding wieder und ja, wir müssen dann tatsächlich irgendwie erstmal ein Fundament bauen, wahrscheinlich, weil wir mit der Höhe gar nicht hinkommen, glaube ich. Ja, hier kommen wir mit der Höhe hin. Und damit wir da jetzt auch hochkommen, bauen wir da jetzt auch mal noch schnell eine Rampe dran. Da reicht ja eine kleine. So, dann kommen wir jetzt hier erstmal hoch. Ja, das sieht gut aus. So, dann nehmen wir uns wieder unsere Produktion und nehmen einen Konstruktor. Und der will da nicht drauf passen. Das ist natürlich geil. Nicht genügend Freiraum. Okay, also, dann nehmen wir uns mal das Fundament auf die 5. Das könnt ihr einfach drüber hovern und die 5 drücken. Ja, so, und dann könnt ihr jetzt hier schön so, also ich denke mal, jetzt müsste es doch gehen, oder? Hier ist doch hier noch Platz jetzt. Eigentlich, nach vorne ist hier noch Platz. Den Konstruktor. Ja, da passt er hin. Okay. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja, das sieht wahrscheinlich genauso doof aus. Ja, das will da einfach nicht rein. Ach so, wir haben keine Stahlplatten.
Der war gut. Gut, dann nehmen wir hier gleich mal das Eisen mit. Und schmeißen hier gleich mal noch was rein. Ne, haben wir nicht. Können wir nicht. Okay, ihr könnt übrigens auch eine mobile Werkbank bauen, dass ihr nicht immer hier hinrennen müsst, um das zu bauen, die Eisenplatten. So. Ach, ist das lustig. Ich habe tatsächlich... Ja, ja, ich weiß, es fetzt nicht. So. Jetzt haben wir hier eine Verbindung. Das heißt, wir können, wenn wir hier jetzt Eisen reinwerfen, das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Wir brauchen ja sowieso Eisenplatten. Ja. Okay. Also wie gesagt, das ist jetzt alles provisorisch, ja, um unsere Hubstufen halt hochzubringen. Die Basis selber wird nachher anders aussehen. So. Und ihr seht, da kommt schon das Eisen raus. Und jetzt können wir hier im Konstruktor sagen, wir wollen Eisenplatten herstellen. Und um Eisenplatten herzustellen, braucht das Ding natürlich zwei Eisenbarren. Ach so, hier müssen wir anschalten. Ne, ist doch an. Warum macht er das nicht? Ah, wir haben keinen Strom. Ich hatte das ja einmal abgebaut, genau. Also. So. Und ihr seht, der bufft. Und er stellt Eisenplatten. So. Dementsprechend ist es natürlich unfassbar laut hier. Aber das ist nicht schlimm. Wir kennen das Ganze ja. So. Und jetzt gucken wir uns mal die nächste Hubstufe an. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wählen wir aus. Brauchen wir auf jeden Fall Concrete. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nochmal lospesen. Hier hinter unserem Häuschen war das ja. Hier immer schön Pflanzen mitnehmen. Ihr wisst das ja. Energie und so. Nein, nein, nein. Oh, ist egal. So, zack, 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 zack. Hier der, unser wunderschöner Miner. Der dürfte ja auch schon quasi fertig sein. Wie gesagt, nicht verwirrt sein um die Kameraführung. Das ist, ich bin halt ein sehr schneller Spieler. Ja, das ist bei mir so drin. Wir gucken gleich mal, wie es hier aussieht. 181 Energie haben wir noch. Und ja, da können wir hier erstmal Beton herstellen. Wir brauchen 20 Beton, die haben wir damit. So, wir brauchen 100 Eisenplatten, die sind noch in Arbeit. Wir gucken mal, dass wir dann zeitnah die großen Miner aufbauen. Ja, das ist Kalkstein. So. Dass wir dann die großen Miner aufbauen, dann haben wir nämlich zum Beispiel schon mal unsere erste, ja, unsere erste Automatisierung. Wir brauchen 20 Kabel. Die haben wir. Und wir brauchen 75 Eisenstangen. Und 100 Eisenplatten. Okay. So, also wie gesagt, ihr seht rechts immer, was, was da hergestellt wird. Das Ding ist, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man auch selbst bei diesem Handkräften, dass man halt nicht sagen kann, ich hätte gerne so und so viel Stück und dann geht man einfach weg. Aber das wollen sie ja nicht. Das Automatisieren soll ja mit den großen Maschinen passieren. Und deswegen, ja, müsste das am Anfang jetzt so von Hand craften. Es gibt sicherlich genug Möglichkeiten, jetzt fünf Smelter, also Schmelzer aufzubauen und drei Konstruktoren und so, und dann wären wir schon durch damit, aber es soll ja auch ein bisschen Spiel sein. Es soll ja nicht immer von Anfang an alles perfekt laufen, sondern man will sich ja reinfinden, will ja gucken, ja, wie das so funktioniert. So, wir müssen natürlich ohne Ende Eisenplatten herstellen. Wir brauchen 100 Stück. Das könnte fast schon reichen mit dem, was da in der Maschinerie... falsche Seite. Und ihr hört schon, es ist laut ohne Ende. Also was da in der Maschinerie halt drin liegt. Ihr hört es ja, es ist unfassbar laut. Was, Kalkstein? Das ist auch Kalkstein. Okay. So, dann nehmen wir hier mal die Eisenplatten raus. Ja, hatte ich nicht gerade Eisenplatten produziert? Also ich war der Meinung, ich hätte jetzt hier Eisenplatten die ganze Zeit hier produziert, oder? Ach, hier habe ich 100. Ah ja, ich habe schon 100. Okay, ja, ich bin doof. DBD, DHKP, UKM, ne? Sagt ja schon der Name. So. Die Dinger und Abfahrt. So, nächste Hubstufe, Upgrade 4. Neugebäude. Wir haben einen zweiten Generator.
You have unlocked hub feature, additional biomass. Ja, alles klar. So, was wir jetzt dazu bekommen haben, ist, wir können jetzt hier unten Biomasse aus Holz herstellen. Das finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Da können wir mal gucken, wir haben hier ja schon ein bisschen Holz. Können wir schon mal Biomasse aus Holz herstellen. Wie gesagt, Biomasse brauchen wir ohne Ende nachher für die Generatoren. Biomasse, Biomasse, das ist Biomasse, das ist Biomasse, das ist Biomasse, das auch. Die brauchen wir nicht, das Holz brauchen wir auch nicht und die Futterei lassen wir erstmal noch in den Händen. So, jetzt wollen wir natürlich etwas Neues bauen und zwar haben wir hier einen fetten Miner. Und da brauchen wir ja eigentlich 4 Stück. 4 Miner brauchen wir eigentlich jetzt am Anfang. So, und da seht ihr schon, die sind gar nicht so teuer. Wir brauchen einen mobilen Minator, die haben wir ja schon, die 4. Ja, die stehen ja schon jeweils 2 da, einer auf dem Kupfer, einer unten auf dem Kalk. Und wir brauchen dann jetzt halt noch Eisenstangen. So, dazu, ich muss mir ja mal einen Pfeil dann machen, wo meine Station steht. Dazu nehmen wir jetzt erstmal hier das Eisen raus. So, Eisen raus, zack. Und hier auch. Zack. Packen das schon mal in den Schmelzer. Und zwar so. Und sagen dem hier mal, er möchte bitte mal weiterhin Eisenplatten herstellen. Das ist gut. Eisenstangen können wir ja selber herstellen. Das ist kein Problem. Das sind ja nicht so viele, sind ja nur 20 Stück. Aber wir müssen natürlich hier diesen Scheiß machen, weil wir natürlich keinen Zugriff auf die Eisenbarren haben, da die ja gleich verarbeitet werden. Ja, man kann die vom Förderband runternehmen, aber ja gut, für diese 3 Eisenstangen hier, das kriegen wir hin. Wir brauchen 17, 18 Eisenstangen, ja, da sind wir doch schon locker da, wo wir hin wollen. Seht ihr ja rechts, ne? Zack, 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 zack. So, jetzt brauchen wir noch Beton. Und Beton können wir nicht herstellen, weil wir kein Dings haben, keinen Kalkstein. Und was wir jetzt machen, wir werden jetzt hier erstmal einen Miner hinbauen. Und werden den gleich mal anschließen. So, da seht ihr also, das ist ziemlich geil, wie ich finde. Und den Miner lassen wir über den zweiten Generator laufen. Und zwar machen wir das so. Weil hier wird ja später auch noch ein anderer Miner stehen. Also werden wir das Kabel schon mal hier rüber schieben. Was fehlt? Kabel. Na. Es fehlen Kabel. Okay. Wenn Kabel fehlen, dann stellen wir welche her. So, alles klar. Ach nee, das ist schon lustig. So, wir wollen von da. Die lassen wir über einen zweiten Generator laufen, weil die Last ist halt extrem. Und bauen den da schon mal dran. Und der hat natürlich noch keinen Strom, weil natürlich hier hinten noch keine Biomasse drin ist. Die werden wir jetzt aber holen. Haben wir ja hergestellt. Im Moment kommen wir mit 200 Biomasse noch ziemlich lang. Ja, das ist kein Problem. Und schon läuft das ganze Ding. Und wie ihr seht, unser erster Miner bohrt sich in den Untergrund und hier müssten jetzt gleich Eisenerze rauskommen. Da kommen die ersten Eisenerze, also ich finde auch total geil animiert. Wie an der Seite der riesen Motor, wie an der Seite, ne? Aber es ist unfassbar laut. Unfassbar laut. So, dementsprechend kann der natürlich fleißig hier arbeiten. Ja, der kriegt jetzt auch mal wieder Stoff. Und der hier kann fleißig Eisenplatten herstellen. So, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Können wir denn inzwischen schon... Ja, wir können auch schon Lagercontainer bauen. Das ist äußerst geil. Das heißt, wir werden... Oh, ich brauche ja noch... Jetzt habe ich den Beton verbatzt, ne? Kann das sein? Ja. Ist natürlich schlecht. Für die Strom... Kabel habe ich jetzt den Beton verbatzt, den wir ja eigentlich noch brauchen. Aber wie gesagt, hier ist ja unser Beton-Eumel. Da werden wir, den werden wir auch zeitnah anbinden müssen, weil ich brauche unbedingt Beton. Wir können das Ganze auch dezentral da unten bauen, müssen also nicht
alles hier hochkarren an Material. Also wir können da unten auch ganz einfach Beton herstellen. So, den nehmen wir mal weg hier, weil wir natürlich hier noch den zweiten MK2-Miner hinbauen wollen. Aber erstmal müssen wir Beton machen. Beton, Beton, Beton. Genau. Also wie gesagt, wenn das Spiel zu laut ist, dann müsst ihr Bescheid sagen. Dann mache ich das in der nächsten Folge ein bisschen leiser. Aber ich gucke es mir eh vorher an. Also von daher werden wir das schon hinkriegen. So. Gucken wir mal, würde der Kaiser sagen. Wir brauchen einen mobilen Minator. Ja, den einen habe ich ja jetzt im Inventar. Das heißt, wir können... was machen wir zuerst, ist die Frage. Ich glaube, wir machen zuerst den Kalkstein-Minator da unten. Weil... also den Kalkstein-Miner. Weil wir sehr viel Kalkstein brauchen. Ja, kann ich bauen. Alles klar. So. Ich drücke immer die rechte Maustaste, um da rauszukommen aus dem Menü. Das geht aber wahrscheinlich auch ganz anders. Wahrscheinlich einfach E drücken. So. Hier haben wir unseren Kalksteinminator, den nehmen wir gleich mal auf und bauen hier einen Miner hin. Und da ist die Frage, ja doch, wir bringen das Material da hoch und machen das dann oben oder bringen sie an der Seite vorbei. Das kriegen wir hin. So, einen Miner auf dem Dings. Ja, den müssen wir noch ein bisschen drehen, glaube ich. So. So, genau. Und jetzt müssen wir natürlich da noch Strom dran bringen. Und das machen wir hier oben. Na. Na. Reicht der bis hier hoch? Ja, der reicht bis hier hoch. Der reicht aber echt weit, ey. Meine Herren. Der reicht echt weit. So, damit müsste der Miner da unten auch laufen. Ja, das tut er. Genau, der Miner auch. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, ich muss ja ein bisschen roden, wenn ich hier was sehe. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir den Scheiß von da unten hier hochkriegen. Dazu brauchen wir jetzt erstmal Eisenplatten. Weil wir ja, wir wollen ja Dings bauen. Förderbänder, ne? Förderbänder. Und ich würde sagen, wir bringen das mal da irgendwo hin und bauen da einen zweiten Konstruktor hin, der uns dann die Betonsachen baut. So. Wie gesagt, das ist jetzt in erster Linie sehr sehr unschön, wie wir das hier bauen. Aber es ist trotzdem cool, wie ich finde. Weil zu steil. Oh nö. Ja, dann müssen wir es hier irgendwo. Müssen wir es hier irgendwo hochführen. Naja, klar, der kann das halt nicht unendlich hochheben. Na, hier können wir hier mal ein bisschen anheben, genau. Zu steil. Verdammt. Ich. Zu steil. Okay. Wir stellen fest, das ist Quatsch, was wir hier gerade machen. Das ist Quatsch. Wir werden das anders machen. Wir werden den Beton hier unten produzieren. Und werden dann gucken, wie wir dann den Rest da hinkriegen. Habe ich hier die Dinge stehen lassen? Ja. Habe ich. Okay. So, also. Wir könnten theoretisch ja da hochspringen. Zu steil, sagt er. Verstehe ich nicht.
So. Dann müssten wir theoretisch jetzt hier bald zeitnah... Ja, da kommt's schon. Es eiert sich hier so ein Berg hoch. Nicht schön, aber selten. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal den Scheiß, den wir hier noch so haben wollten. Ja. Okay, also brauchen wir jetzt, um einen Konstruktor zu bauen. Wir machen erstmal den Konstruktor hier fertig. Brauchen wir noch Eisenstangen. Eisenstangen, 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 Eisenstangen. Ja, also ihr seht schon, das ist schon ein bisschen lustig, was man hier so rumbasteln muss. So, wir brauchen verstärkte Eisenplatten. Dafür brauchten wir ja Schrauben. Schrauben können wir aus Eisenstangen herstellen. So, dann brauchen wir noch Eisenstangen. Also ihr seht schon, das ist eine Wüste. Eine Wüste, Wüste, Wüste Eierei hier. Ja. Aber es macht Spaß. Das ist ja genau das, was ich so liebe an diesem Spiel. Ich habe es echt gesuchtet an dem Alpha-Wochenende. So, 24-10 Beton, 3 Eisenplatten, 3 von 2 Kabel. Dann machen wir noch ein Kabel. Also, das ist klar, das reicht. So, wie ihr seht hier, hier wird hier fleißig geackert, hier wird fleißig abgebaut. Hier oben haben wir schon unseren Beton, also zumindest unseren Kalkstein. Und wir wollen ja hier hin. Und da werden wir jetzt erstmal noch einen Konstruktor bauen. Der kann ja aus... Ach nee, wir brauchen ja erst einen Schmelzer. Oh, shit, wir brauchen erst einen Schmelzer. Benötigt Freiraum. Warum? Was ist da im Weg? Das Betonding ist im Weg. Oh nee, oder? Das ist jetzt natürlich schlecht. Gut, dann müssen wir den hier nochmal umziehen. Naja, ich weiß. So, den da dran, den da dran und den da dran. So, schon läuft die ganze Maschinerie wieder. Ja, jetzt passt es da auch hin. Zu teuer. Achso, ja, stimmt, ich habe kein Beton mehr. Das wollten wir ja hier eigentlich machen. Wie gesagt, das liegt jetzt hier alles schön, kann man sich jetzt hier runternehmen. Ja, interessant ist, dass man nicht so wie bei Factorio drüber läuft, sondern man muss halt E drücken, um es aufzunehmen. Und wir werden wieder Beton erstellen. Wir brauchen ja sowieso Beton, sonst können wir ja die Miner nicht bauen und die Konstruktor auch nicht. Also werden wir jetzt erstmal fleißig Beton bauen. Was anderes machen wir aus dem Kalkstein im Moment noch nicht. So. Wie ihr seht, wenn man halt ein bisschen was bauen will hier, dann braucht man schon einiges an Beton. Zu teuer. Ja, das dachte ich mir. Ah, verdammt. Ja, also wir brauchen natürlich auch Rampen. Und wie wir sehen, haben wir ja hier eine Rampe hingebaut. Die nehmen wir mal weg, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Und wir bauen die Rampe natürlich dann... Wir müssen mal gucken, hier Fundamente. Die Rampe legen wir mal auf die 6. So, dann können wir nämlich besser handhaben hier das Ganze. Natürlich auch richtig rumbauen, das Ding. So, also, wir wollten jetzt hier noch einen Schmelzer einbauen. Das machen wir jetzt auch. Produktion, Schmelzerei, genau. Den stellen wir mal schön dicht daneben. Weil der ist ja scheiße. Den haben wir da natürlich so blöd hingestellt. Zu teuer. Okay. Wie gesagt, man kann sich jetzt hier auch eine halbe Stunde hinstellen und kann halt warten, bis das alles hier ankommt, ne? Aber man kann natürlich auch auf das Förderband drauf gehen und einfach E drücken. Ja, da hat man das auch. Ja, wie gesagt, da wir ja noch keine Schmelze haben, müssen wir das alles noch von Hand schmelzen. Na, das ist aber natürlich nicht viel Beton. Aber wir brauchen hier noch eine Platte hier vorne, damit wir ungefähr auf dieselbe Höhe kommen wie da. Also ich weiß, dass das jetzt Blödsinn ist, weil wir eigentlich das hier sowieso nur alles provisorisch aufbauen. Aber das Auge ist ja mit, ne? So, was ich jetzt lustig finde, ist, dass meine
dass meine Shift-Taste nicht geht. Ah, jetzt. Steuerung war's. So, jetzt haben wir hier einen Miner. Und dann brauchen wir natürlich noch... Ne, warte, ein Schmelzer ist das ja gar nicht. Bin ich blöd oder was? Ist ja gar kein Schmelzer. Das macht ja... Der Konstruktor macht das ja. Und zwar der hier. So. Genau. Der macht das. Und dann bauen wir hier noch einen Container dahinter. Ich würde sagen, da. So, und dann machen wir natürlich hier noch was dazwischen. Wir müssen mal gucken, haben wir hier noch Platz? Ja, haben wir noch, aber wir setzen mal ein neues Pole hier hin. Zur Sicherheit. Neuen Strommasten. Und den verbinden wir mit dem da hinten. Wo ist denn der da? So. So, der Konstruktor funktioniert. Und jetzt versuchen wir mal unseren Sheet hier hinzukriegen. Oh, 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 das sieht schon nicht gut aus. Ah, nicht genug Freiraum. Okay. Bauen wir mal das Ding erstmal weg. Das brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. So. Es ist schon ein bisschen lustig. Oh, nee, oder? Jetzt heiß hier nicht. Nee, bitte nicht. Nee, ist alles gut. Alles klar. Wie gesagt, das ist nicht schön. Aber das ist jetzt auch erstmal nur... provisorisch. So, und wir wollen hier im Dings wollen wir herstellen lassen Beton. Genau. So. Jetzt kommt der Kalkstein hier an. Ich habe noch welche Geräusche hier, das ist furchtbar. So, jetzt kommt hier der Kalkstein angefahren. Geht hier in den Konstruktor, der eingestellt ist auf Beton. Dahinter ist eine Kiste. Und ja, da kann der Scheiß dann rein. Wir gucken mal, was passiert hier. Wir gucken mal. Ja, er fängt an zu arbeiten. Das ist lustig, bei Beton sieht man auch Funken. Und da kommen die Säckchen raus. So, wie gesagt, ist jetzt eine doofe Stelle hier, weil das hier alles sich kreuzt. Und eigentlich müsste man das anders bauen. Aber das werden wir alles noch umbauen. Das ist jetzt nur, um die Eihubstufen, um die Hubstufen zu bekommen. So, jetzt brauchen wir eigentlich noch den Kupfer-Onkel. Da würde ich sagen, bauen wir hier daneben... gleichen Schmelzer für das Kupfer. Also wie gesagt, es gibt nachher die Möglichkeit, das Ganze auch effektiver zu machen. Denn wenn ihr mal guckt, was die brauchen und was die rausgeben und in welcher Zeit, da muss man dann das mit dem abgleichen, was die anderen halt leisten. Ne? Quasi. Also man muss dann nachher aufeinander abstimmen. Aber das machen wir noch nicht. Das ist jetzt nur erstmal, um die Hubstufen zu bekommen. Wir bauen nachher sowieso nochmal einmal alles um. Aber dann habt ihr schon mal die Mechanik gesehen und dann brauche ich nicht mehr alles erklären nachher. So, wir brauchen Eisenstangen. Die haben wir. Den mobilen Minator haben wir auch. Den Konstruktor haben wir ja eigentlich nicht gebaut, aber ist egal. Was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen das Kupfererz anbinden. Und das liegt ja hier wunderbarerweise direkt neben uns. Und das ist natürlich schön. Ja, wir brauchen natürlich dann später auch noch mobile Generatoren und alles, weil wir das alles gar nicht so von uns aus betreiben können mit den Leitungen und sowas alles. Und ja. So, den haben wir. Meiner MK1 kann ich nicht bauen, weil zu teuer. Was fehlt? 5-mal Beton. Ja, das war schlau gerade mit dem Beton. Gut, dann gucken wir mal in unsere Betonkiste, ob da schon was drin ist. Weil eigentlich müsste da was drin sein. Hier mit diesen Sachen kann man ja Sachen anmalen. Ja. Das ist voll lustig. Was wir nochmal machen könnten, wir könnten ja nochmal in den Raum gucken, ob der schon hier upgraded ist, weil, nee, erstmal nicht upgraded, hier wird nachher ein Scanner stehen. Und den, ja, den brauchen wir dann auch. So, was wollten wir machen? Wir wollten Beton gucken, ne? Ob schon Beton da ist. Müsste eigentlich schon Beton da sein. Ja, tatsächlich ist schon Beton da. Und wir gucken nochmal schnell nach unseren Gerätschaften hier. Wie sieht das hier aus? Oh, 89 plus noch. Ja,
muss nochmal nachfüllen. Wie gesagt, zur Beta, zur Alpha gab es dort keine Möglichkeit, das Ganze automatisch zu befüllen. Das geht dann also möglicherweise nur per späterem Upgrade. So, Biomasse. Machen wir noch ein bisschen, was ihr seht. Also wir verbrennen ganz schön Biomasse. Und der Generator ist auch irgendwann... No Connection? Wie No Connection? Der geht dahin und der geht dahin. Wieso ist denn hier No Connection? Willst du mich jetzt verarschen? Kann doch gar nicht sein. Naja. Haben wir noch Biomasse? Ja. Haben wir noch. Der sagt No Connection. Moment. Ja, ich habe beide an einen Pol geklemmt, deswegen, ne? Ja. Ja, ja. Das ist schon richtig. Das heißt, wir müssen im Prinzip diese Linie, dieses Kabel hier wegmachen. So. Jetzt müsste der eigentlich... Connection. Connection. Willst du mich jetzt verarschen? Ja klar, hier geht ja nur ein Kabel weg. Das angeht ja da runter. Oh, ey. Herrlich, hat der Strom verbrannt, ohne dass wir es wollten. Ja, natürlich. Deswegen hat hier auch nichts mehr funktioniert. Naja. Alles nehmen, genau. So, hier passiert auch nichts, weil hier keine... Hier, der ist voll. Das heißt, hier müssen wir jetzt auch erstmal noch einen Container hinterbauen. Ja. Der passt da nicht hin. Doch, der passt da hin. Muss da hinpassen, Baby. Du musst da jetzt hinpassen. Oh, das könnte eventuell nicht gehen. Na, das wird nicht gehen. Gut, dann bauen wir mal mit 5 hier noch eine Platte hin. Und da noch eine Platte hin. Und natürlich da noch eine hin. Und dann müsste der eigentlich dahin passen, würde ich sagen. So, nochmal. Ja, hier sieht man so grüne Linien. Passt dahin. Okay. Und wir verbinden das Ganze. Und schon kann der wieder weitermachen, weil er den Scheiß hier abladen kann. Ja, die Platten. So. Ihr seht, dass die Container auch Ausgänge haben. Das heißt, man kann die auch zusammenfummeln nachher. So, hier kommt nichts mehr, weil der Strom ausgefallen war. Beziehungsweise ich die Leitung gekappt habe. Total doof, ich bin. Es gibt, glaube ich, auch eine Taschenlampe. Die geht mit irgendeiner Taste an. Ich habe schon wieder vergessen, welche. Naja, ist egal. So, wir wollten was machen? Wir wollten Beton mitnehmen und verstärkte Eisenplatten, glaube ich, oder? Wollten wir das? Ich weiß es nicht mehr. Wie viel Beton haben wir denn? Wir haben 65 Beton. Doch, damit müssen wir hinkommen. Die verstärkten Eisenplatten sind, glaube ich, nicht für den Miner. Produktion. Nein, der Miner braucht bloß den kleinen Mini-Miner. Den müsste ich ja noch in der Hand haben, genau. Eisenstangen haben wir noch. Ja, können wir noch ein paar herstellen. So. Gucken wir mal. Entschuldigung, ob wir den Miner bauen können. Dazu machen wir den mal auf die 7. Kein Freiraum, okay, kein Freiraum, okay. Über einer Ressource platzieren, okay, gucken wir mal. Ja, Miner können wir bauen, okay. Falsche Taste gedrückt. Wie gesagt, das Menü ist ziemlich gut. Ist nicht so hakelig und so weiter. Und wir müssen natürlich zeitnah jetzt wirklich die Upgrades noch weiterfahren, dass wir jetzt wirklich mal hier die schnellen Builds bekommen und den ganzen Scheiß. Ja, das müssen wir schon machen. Okay. So, was haben wir gesagt? Auf der 7. Den können wir ein bisschen drehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da direkt runterspringen können. Gucken wir mal. Ja, möglicherweise nicht. Deswegen werden wir das Ganze mal nach hier drehen. Und dann nehmen wir uns mal hier... Oh, das Förderband geht aber tatsächlich bis runter hier. Das ist gut. So.
Und wie gesagt, die haben auch nur eine bestimmte Länge, also die können nicht ewig lang sein. Sieht man jetzt sind wir hier am Limit, ne? Ihr seht das hier, das ist das Limit, weiter geht's nicht. Und wir stellen fest, zu teuer, weil wir haben keine Eisenplatten mehr. Haben wir Eisenplatten? Nein, wir haben keine Eisenplatten. Und ihr hört schon, der Sound ist... Es ist unfassbar laut, dieses Spiel. Es ist echt heftig laut. So, also wenn wir jetzt keine Eisenplatten mehr haben, dann fress ich am Besen, ey. So. Wie gesagt, am Anfang ist das alles immer ein bisschen chaotisch, weil man erstmal alle Ressourcen aufbauen muss und so eine provisorische Basis sich aufbaut und die baut man nachher dann Stück für Stück um. Das ist völlig normal in diesem Spiel. Ja, also nicht wundern, dass ich das so mache. Das ist völlig normal. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir jetzt hier drüber wegkommen. Weil wir müssen natürlich da hinten dran. Und wie wir sehen, sehen wir, dass wir nur bis dahin kommen. Und interessanterweise können wir hier Kupferbaum herstellen. Genau. So. Und lustigerweise haben wir hier so eine eklige Kreuzung. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern später. Aber das können wir jetzt noch nicht ändern. Deswegen ändern wir das auch noch nicht. So. Wir brauchen natürlich Strom für unseren wunderschönen Schmelzer, den wir jetzt aber erstmal noch ausschalten. Weil wir brauchen ja auch noch Strom für unseren Miner. Und da das hier der Miner-Schaltkreis ist, fangen wir hier an. So. Und ihr hört schon diese Geräusche von den Viechern. Das ist schon abzuteuer. Ah, ich habe keine Kabel. Ich brauche Kupfer. Das meint er, was ich da gerade vorhabe. Kupfer herstellen. So. Also, wir brauchen Draht. Ohne Ende, klar. Und wir brauchen natürlich noch erstmal ein paar Kupferbaum. Ja, also ihr seht, es ist unfassbar cool, dieses Spiel. Und ja, mit dem Erstellen der Kupferbaum möchte ich mich dann für die heutige Folge bei euch verabschieden. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr zahlreich wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin, tschüss, euer Chris.